Hallihallöchen zusammen und willkommen zu diesem, ja, Mega-Opening von ich weiß nicht wie vielen Karten. Und es ist mal wieder eine Abonnenteneinsendung, also quasi eine kleine Sammlung, die ich nicht bezahlen musste. Vom lieben Kevin, vielen Dank nochmal, lieber Kevin. Wie gesagt, ihr seht, ich habe noch nicht reingeguckt, wir machen das jetzt hier live vor der Cam auf. Ich möchte aber am Anfang ganz, ganz wichtig auch als kleines Dankeschön nochmal auf seinen eBay-Shop verweisen. Er löst gerade so seine Sammlung auf, hauptsächlich OCG-Karten, schöne Collectors Rares, wo ihr euch sicherlich die ein oder andere auch leisten könnt. Es ist nicht sonderlich teuer. Und schaut einfach mal weiter, Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir hier haben. Er hat mir schon ein paar Shadow of Valhalla's Karten angekündigt und koreanische bzw. japanische Commons und Rares, die es hier so scheinbar nicht gibt. Und noch anderen Krempel. Wie kriege ich diese vermaledeite Packung auf? Hier sieht es schon mal ganz gut aus. Ich mit meinen Packungen, ey, ohne Witz. Boah. Dieses Messer, ey. Ich habe hier Gott sei Dank so eine schöne Säge. Aber das Ding ist stumpf ohne Ende. Ich muss das mal wieder schärfen. War jetzt kein teures Messer. Habt ihr euch mal irgendwie gewonnen? Hoppala. Halt, bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier richtig so. So, also gut. Verpackt ist das auf jeden Fall extrem gut. Ich sehe hier schon Millennium Rares durchblitzen. Uiuiui. Also er hat... Oh, Jungs! Juhu. Da grinst uns doch schon was an, oder? Also heftig. Er hat gesagt, er ist nicht sortiert für die Überraschung. Deswegen gucken wir uns das... Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal direkt was und gucken los. Wir haben hier ein Auge von Timaeus in Prismatic Secret Rare. Aus, ich glaube, das ist diese Rarity Collection 1 gewesen. Hier in Prismatic. Ist interessant für die Sammlung, denn ihr wisst, ich unterscheide zwischen Prismatic und normalem Secret Rare. Das heißt, die wird auf jeden Fall in die Sammlung wandern. Richtig toll. Seht euch das an. Alter, das geht ja schon richtig geil los. Alter, dann haben wir hier diesen gleich zweimal. Das ist diese neue Gaia-Karte gewesen oder diese mit dem neuen Drachenflug. Ich weiß bloß nicht, wie sie heißt. Bei uns war es eine Standard Super Rare. Hier ist das eine Millennium Secret Rare. Millennium Prismatic Secret Rare. Entschuldigung. Aber jetzt machen wir auch mal raus, um den Effekt vielleicht ein bisschen besser zu betrachten. Ja, also ihr seht, richtig fancy. Alter, wie nice ist das denn? Die habe ich auch noch gar nicht so oft gehabt bisher, weil die habe ich damals noch bei meinem alten OCG-Händler bestellt. Mega geil. Opfer des linken Arms, oder wie die Karte heißt, glaube ich, in Ultra Millennium Rare. Auch hier ist es bei uns eine... Na, hau raus. Eine Super Rare gewesen, richtig. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen was wert gewesen, weil sie spielbar war aus, ja, aus dem Millennium Pack eben, MP01. Genau, dann True Name ebenfalls, Ultra Millennium, richtig toll. Habe ich auch schon ein paar, also... Oh, Rebellion heißt die Karte, glaube ich. Und die haben wir hier gleich als Playset mit drin. Alter. Alter, wir haben noch nicht mal die erste Hand voll fertig. Das denn? Ist ja richtig geil. Dann haben wir hier linker Arm, blockierte Beine und blockierte Arme. Auch mega fett. Leute, was ist denn das? Ist ja geil. Das sind diese ganzen Millennium Pack Ultras. Ey, das freut mich richtig krass. Hey, was haben wir denn hier? Wir haben hier den Mathematiker in Prismatic Secret, ebenfalls aus dieser Collection Edition, aus dieser, ja, wo es diese Collectors Rares drin gab. Oh, ich muss euch sagen, er hat ja Siegel von Orichalcos, Harpienfleder, das sind so Dinger wirklich, da geht mir richtig an ab. Da habe ich sofort bei meinem Händler ausgeheult, er hat gesagt, er schaut, was er tun kann. Genau, dann haben wir hier Wächter Brachialsense ist das, glaube ich, genau. Die kam bei uns ja auch in Secret raus, in Dragon of Legends, glaube ich. Hier ebenfalls Prismatic Secret, richtig nice. Dann haben wir hier die Nummer 58. Das sind tatsächlich alles Karten, also aus diesen jeweiligen Sets, also hier alles CPL1. Ja, da sind ja auch Holos nicht garantiert, also das sind tatsächlich alles Booster-Holos. Nummer 73, war das nicht diese Abyss-Spritze oder irgendwie so? Mega. Ja, das freut mich. Ja, und die Karten, guck mal, wie die sind halt wirklich alle nehmend, ja. Also was ich bisher gesehen habe, hier ist bisher noch nichts Kaputtes dabei gewesen. Also, wow.
Ich bin mir nicht sicher, ob er sich bewusst ist, wie sehr er mir damit geholfen hat. Dann nochmal hier, da, und Colonel, die Karte fand ich damals schon immer cool. Hier in Ultra Prismatic. Bei uns ist das so ähnlich, nur dass das Duser halt nicht über die ganze Karte geht, deswegen ebenfalls relevant für die Sammlung. Sehr, sehr schön. Und aus dem 20th Anniversary Pack, da kam auch der Blue Eyes in Ghost raus und der Dark Magician Ghost. In Korea kam ein extra Secret Rare raus. Genau, dann haben wir hier ein paar Rangsteigerungszauber. Den hier einmal in Prismatic Secret. Und nochmal in Ultra Rare aus demselben Set. Richtig nice. Genau. Die Karten kennen wir ja auch relativ gut aus unserem Duelist-Saga und die unterscheiden sich halt alle nur dahingehend, dass hier die Streifen über die ganze Karte gehen. Ansonsten sind die Rarities, glaube ich, gleich. Genau, oder zumindest fast gleich. Secrets, genau, hier gibt es nämlich Secrets. Bei uns gab es die nicht. Bei uns gab es tatsächlich nur Ultra Rares, genau, es war ja ein Only Holo Set, bei denen war das, glaube ich, nicht der Fall. Es gab auch Cummins, aber auch die Cummins hatten diese Parallelfolie drüber. Sehr, sehr schön, also wahnsinnig schöne Karten. Kraftwand, oh, Kraftwand ist richtig. Das ist eine meiner Lieblingskarten aus Duelist Saga tatsächlich gewesen, weil die Karte einfach unglaublich schön ist. Guck mal, wie die schillert. Ey, das ist ja richtig krass, oder? Mega nice. Das war jetzt nur der erste Stapel, den ich in der Hand hatte. Ich nehme mich gleich mal so den zweiten raus. Ach, hey, nee. Och, das ist ja alles falsch. Oh, ach, das sortieren wir dann. Wenn es soweit ist. Dann mir noch eine zweite Kraftwand. Ey, cool, Makrokosmos. Aus der Rarity Collection 2. Also, das ist, glaube ich, der Nachfolger von diesem CLP1 gewesen. Oder was? TRC? Jetzt bin ich verwirrt. Naja, egal. Jedenfalls, das hier ist die Rarity Collection 2, ist auch besser abgekürzt. RC02. Prismatic Secret Rare. Einfach mega geil. Ja. Gibt's bei uns auch nicht in Secret, soweit ich weiß. Genau, dann haben wir hier wieder ein bisschen Stuff aus dem 20th Anniversary Pack. Gab's die überhaupt bei uns? Die kenne ich gar nicht. Genau, aber ein Super Rare diesmal. Genau, Vertrag mit Don 1000, glaube ich, ist das gewesen. Also mega geile Sache, mal wie ihr seht. Genau, die kubischen haben wir hier natürlich auch wieder ein Playset. Die gab es bei uns in Ultra Rare. Die sind aus dem Movie Pack, aber waren die nicht irgendwie. Ah, das sind koreanische. Ich glaube, die japanischen, die hatten noch dieses KC Rare drüber. Genau. Da haben wir jetzt auch wieder eine Ultra, genau, also die gab es bei uns auch, alle in Ultra, soweit ich weiß. Hier haben wir jetzt wieder ein paar aus Duelist Saga, mega cool. Das war meine Lieblingszauberkarte aus Duelist Saga, die sieht echt nice aus. Hat ja auch mit den Heiligen drei Ungeheuern zu tun. Ja, also mega geiles Zeug, das ist auch das neue Monster von den drei Heiligen Ungeheuern. Ja, und das hat auch wirklich mehrere Kopien davon, ne? Das ist halt einfach richtig krass. Hier, mega nice, in Ultra Rare gab es bei uns nur ein Gold Secret, das Meteorgefäß. Der kubischen, also das ist zum Beispiel extrem interessant für mich. Und gleich vier Stück davon, das ist dann einfach mega geil. Ja, ich guck euch das mal an, was da noch alles auf uns zukommt. Das wird wahrscheinlich ein Zweiteiler, das kann ich in einem Tag gar nicht fertig machen, ja. Genau, auch hier wieder koreanisch. In Ultra Rare, mega nice, das sind ja gleich, oh Gott, das sind ja einige. Das sind tatsächlich einige. Genau, dann die ganzen Gadgets, die, Goldener Apparat und Silberner Apparat und wie sie alle heißen. Der keltische Wärter der edlen Waffen, glaube ich, hieß er. Kubische Samen. Also ein paar kubische sehen cool aus. Kubischer Samen finde ich nice. Auch den finde ich ganz cool soweit. Also mit den kubischen muss ich sagen, man muss sich wirklich optisch mit den kubischen anfreunden. Ja, das ist jetzt keine Art von Karten, die einem sofort gefällt, aber auf Dauer muss ich sagen, oder mit der Zeit, richtig, richtig schön. Vor allen Dingen in Ultra Rare sehen sie halt so viel besser aus als in Gold Rare, muss ich einfach sagen. Ja, hier auch, die hier ist auch ganz cool eigentlich, ganz lässig. Genau, dann schauen wir hier oben mal, weiter, was wir hier noch haben. Alter, aber wie krass hat der denn bitte das Pack gesuchtet? Das ist ja heftig, das ist ja richtig heftig. Ja, also das sind alles, genau, das sind jetzt zum Beispiel hier Cummins, ne, aus dem 20th Anniversary Pack. Ja, ihr seht, da ist nur diese, dieses Parallele drüber. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier wieder Movie Pack. Also es ist ein bisschen gemischt momentan. Ne? Hier aus Code of the Duelist, Marsch der Dunkelbrigade. Eine Ultra Rare aus einem. Geil. Also eine Ultra Rare aus einem etwas neueren Set sogar. Deutsch, mega cool. Ah, hier. Wie heißt der? Effektverschleierin, genau. Auch in diesem normalen Parallel Rare. Ja, auch die hier. Das sind so Karten, die habe ich mir bisher noch nie einzeln bestellt. Das ist
halt einfach richtig, richtig geil, dass die da mit dabei sind. Das stockt halt einfach mein Kontingent unglaublich auf. Das heißt, ich muss mir bei meinem Händler im Endeffekt weniger davon bestellen. Ja, auch hier, ihr seht, es sind halt wirklich viele davon drin. Ja, das ist also mega cool. Und auch diese ganzen, auch diese hier, ne, die kann man wirklich alle für 50, 60 Cent kriegt man die los in Deutschland. So ist es nicht. Also damals hat mir schon einer ein bisschen was für solche Sachen geboten. Auch für diese Cummins mit dem Parallel Rear Streifen drin. War natürlich nicht zur Abgabe, das war in der Gruppe, da wollte ich bloß ein bisschen angeben. Und ja, aber es funktioniert. War das nicht sogar einer der besseren von diesen, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Seraph hießen die doch, oder? Stern-Seraph, irgendwie sowas. Genau, hier wieder aus dem Moviepack, sehr, sehr schön. Das ist übrigens Dunkler Horizont heißt die Karte, glaube ich. Eine sehr, sehr schöne Ultra, auch eine sehr schöne feine Karte aus dieser Zeit. Genau, dann haben wir noch ein bisschen was von den Six Samurais, also alles 20th Anniversary, ne? Richtig, richtig krass. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich nachher noch eine Bestandsaufnahme. Ich hole jetzt nicht immer alle raus. Ich muss später einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, wie viel von was jetzt da ist. Dann kann ich mich gleich meine Listen, die ich gerade für meinen Händler machen bin, anpassen. Na, das ist ja hier, ich glaube, das ist Finstere Jagdbombe oder wie die heißt. Auch mega schön. Formelsynchron. Die sind ganz cool. Das sind diese Dinosaurier-Teile. Ja. Alter. Das ist halt einfach mega krass. Das hier sind tatsächlich aus Hidden Arsenal 7 ursprünglich. Wie heißen sie? Die Übelschar. Da die normalen Monster, die gehen so. Die finde ich auch okay. Aber die Xyz-Monster finde ich halt richtig geil davon. Und das ist halt tatsächlich eins von denen. Die kamen dann Secret raus. Das ist einfach übertrieben geil. Ja. Die sind sowas von krass designt und geil. Einfach nur geil. Dann machen wir mal weiter. Genau, dann haben wir hier noch einen. Oh Gott, was war das nochmal? Krug der, oder Topf der, weiß ich aber gar nicht. Ach Gott, ist doch so ein Standardname. Die Karte kenne ich doch. Ja, mir fällt es gerade nicht. Es wird wieder sicherlich irgendeinen schlauen Kopf von euch geben, der das dann unten in die Kommentare haut. Genau, was haben wir hier? Einstürzender Fall Robert's Code of the Duelist. Sehr, sehr schön. Dann Visionszelt Anbetung, den hatten wir glaube ich auch sogar schon witzigerweise bei der letzten Einsendung dabei. Sehr cool. Dann haben wir hier nochmal ein paar Moviepack-Karten. Oh, sehr schön. Boah, guckt euch das mal an. Oh, oh. Hier sind tatsächlich mehrere Karten drin. Jetzt muss ich hier tatsächlich mal gucken. Also zumindest, wenn ich das jetzt weiß, gucke ich einfach mal in der nächsten Zeit auch. Crawler Glial. Genau, hinten nochmal ein Fortress Dragon und ein Gladius. Und hier ein Künstler, Zauberer, Schadensjongleur und ein Regenbogenfinsternisdrache. Geile Sache. Jetzt gucke ich aber auch in die Päckchen rein, weil wenn da unterschiedliche Karten drin sind, dann verpassen wir die Hälfte. Ich hoffe, wir haben jetzt noch nichts verpasst. Oh, schaut euch das mal an. Das ist richtig geil. Das ist aus dem neuen Duelist-Pack. Die habe ich noch gar nicht. Das ist richtig cool. Ich finde, der Abgrundschauspieler finde ich sowieso geil, ja? Die finde ich richtig nice. Also muss ich sagen, Abgrundschauspieler sind richtig cool. Genau, ja. Hier sind tatsächlich definitiv mehrere Karten vertreten. Hier gab es bei uns ein Ultra-Rare. Die sind alle aus der Rarity Collection. Die gibt es bei uns bloß in Prismatic Secret aus World Superstars. Die auch nur als Secret, die glaube ich als Ultra. Kenne ich überhaupt nicht. Ja. Ja, also gucken wir lieber mal in die Packs. Gucken wir in die Packs. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Gold-Karten aus dem damaligen Moviepack hier. Marsh Macron, auch cool. Finde ich in Gold, sieht sie halt mega nice aus. Die meisten sehen halt einfach ultra am besten aus, aber es gibt halt tatsächlich ein paar, wie zum Beispiel Slifer, die halt auch in Gold richtig, richtig nice aussehen. Ja. Das ist tatsächlich. Und schau mal, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, ja. Noch nicht mal. Das ist halt einfach übertrieben krass. Und hier nur diese eingesleeften, diese nicht eingesleeften, das werden hier die Commons und Rares sein. Das ist einfach heftig. Genau, mega coole Sache, also ohne Witz hier, wie hießen die Dinger nochmal, das sind jetzt alles dieselben, Clifford, genau, das sind jetzt die Herolde, haben auch alles Herolde drin, ah, Renabran, na, wie heißen die nochmal, ich komme einfach auf die Namen nicht, Gerümpelsynchronisierer jetzt. Genau hier. Ist doch heftig, oder?
wie viele Kopien da teilweise mit drin sind. Hast du dir da ein ganzes Case gekauft von den Dingern? Also das ist ja total, was da rauskommt, ne? Hier. Hagot, zack, was ist denn das mit den Namen heute? Also das ist auf jeden Fall der seuchenverbreitende Zombie. Kampfausblender, richtig, Kampfausblender. Auch hier, mehrere Kopien von drin. Dann haben wir das D-Auto, D-Card-Auto oder wie es heißt. Genau, hier haben wir jetzt dann noch die Notfallteleport. Auch eine schöne Karte. Dann haben wir hier nochmal ein paar Golds aus dem Moviepack, der Gold-Version. Auch mega toll. Ich weiß nicht, die kubischen Fallenkarten, die fand ich irgendwie immer seltsam. Die Monster sind schon cool so, ne? Aber die Fallen und Zauber und so. Oh weh, ich sehe schon. Da kommt jetzt ein bisschen Abwechslung ins Spiel. Wir haben LVP. War das nicht dieses Link V-Rain Packs? Genau, das war ein OCG-Import. Die haben wir als Kamen bekommen. Haben wir hier Super Rare Playset, richtig schön. Auch sehr, sehr schön. Bei der weiß ich nicht. Ich glaube, die haben auch als Kamen bekommen und nicht als Super Rare. Muss ich schauen. Hier haben wir nochmal den Zug, nochmal die 73. Wahrsageprinzessin, Tarotreit oder wie sie heißt, glaube ich, wenn es die ist. Ah, genau, Paladin des schwarzen Drachen. Tatsächlich eine meiner Lieblingskarten aus dem Set damals, genau. Dann haben wir hier die ganzen Klauen von Hermos, Kralle von Kretas und wie sie alle heißen. Richtig, richtig geil. Ja, gibt es bei uns ja auch nicht als Super. Niedrigste Rarität ist Ultra. Die gibt es bei uns als Super Rare, genau. Dann haben wir hier ein Päckchen mit Beschwören als Rare. Habe ich auch noch nie gesehen. Als Rare. Tatsächlich. Und das sind tatsächlich jetzt alles ein bisschen, also so Low-Rare-Karten, Anführungszeichen, die es hier offensichtlich so, wie er das meinte, zumindest nicht als Rare oder Kamen oder so gibt, sondern halt immer in einer jeweils anderen Rarität. Ich pack mal ganz kurz diesen Haufen, den wir hier mittlerweile haben. Den packe ich mal hier hinter, so. Damit wir hier wieder Platz bekommen. Genau, so. Fast wie so ein Display. Hey, sehr krass, oder? Genau, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Shadows of Valhalla, wie er gesagt hat. Da haben wir auch hier dreimal den roten. Nächsten Riss des Abyss Toys, nächsten Riss des Abyss League. Also hier denke ich schon, dass das halt immer dieselben Kopien jetzt momentan sind, oder? Mal testweise, ja genau. Da hat er auch mehr aufgemacht, ne? Erste Walküre, zweite Walküre, dritte Walküre, Streitwagen des Glücks, magische Schmelze, also richtig cool hier, magischer Pflanzer. Da weiß ich noch, war eine meiner ersten Karten, die ich selber gezogen habe, aus der Legendary Collection 5Ds in Ultra. Goldenes Bambusschwert, auch mega selten gewesen damals. War glaube ich ein Shortprint. Cyberfinsternis Einschlag. Wusste gar nicht, dass die Supporten hatten. Ich schaue hier nochmal. Genau, es ist wieder dasselbe sozusagen. Fortgeschrittene Finsternis, auch eine sehr teure Karte gewesen. Ist glaube ich ein Reprint. Führung der Göttin Verande. Orakel der Göttin Guld. Verdikt der Göttin Urd. Dann dringende Ritualkunst. Und es sind halt wirklich überall mehrere Kopien drin. Ne? Das merkt man halt direkt. Also fast überall. Nicht überall, aber fast überall. Omega-Beschwörung. Auch eine sehr, sehr schöne Super Rare. Haben wir auch, glaube ich, einige Karten beim letzten Opening gehabt, in Anführungszeichen. Dann. Ah, wieder koreanisch. Sind das wieder alles? Ja, das sind tatsächlich alles. Durchsichtiges Koribo. Genau, dann haben wir hier ein paar Kamens. Weiß nicht, gibt es die bei uns als Kamens? Ich glaube schon, oder den müsste bei uns als Kamen geben. Muss ich später mal durchgucken. Ein paar gibt es bestimmt, aber den hier kenne ich zum Beispiel nur als Super Rare. Hier, Erleister der Beschwörer. Geil, das war bei uns eine Ultra Rare. Das war bei uns, glaube ich, eine Rare oder eine Kamen. Das war eine Super. Kenne ich überhaupt nicht. Also das ist schon hier. Die war ja auch relativ beliebt mal vor einer Weile. Geil. Die ist, glaube ich, auch einiges wert. Die gibt es ja auch in Ulti. Ne? Also jetzt nicht als koreanische Kamen natürlich nicht, aber sonst so hier im TCG auf jeden Fall. Ne? Oh, äußeres Wesen, das ist die Karte. Wisst ihr noch, beim letzten Opening, da war ein anderes äußeres Wesen dabei. Und ich sagte, das andere ist mein Lieblingswesen, sei hier nicht dabei. Jetzt haben wir es hier sogar als Playset. Richtig geil. Äußerstes Wesen, Nyrala. Auf der einen Seite wirkt es vom Zeichenstil her so ein bisschen wie Magic, aber was mich freut ist, die Karte ist halt wieder so richtig strange und brutal, sozusagen richtig düster. Und das gefällt mir in diesen äußeren Wesen, die hier so drin waren. Sehr, sehr schön. Oh, da werde ich später viel zu sortieren haben.
Genau, das war das andere, das wir schon kennen. Das hatten wir ja auch. Azathoth. Haben wir hier einen drin. Dann Edelsteinritter Seraphnid. Ich glaube, da dürfte sogar ein bisschen was gehen, wenn er noch spielstark ist. Da sind, glaube ich, zwei Stück drin. Ja, tatsächlich. Da dürfte tatsächlich, glaube ich, ein bisschen was gehen. Ja, weil der ist ja spielstark gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch ist. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Dann Drachenerner Dritter. Oh Gott. Vajrayana. Kann ich nicht aussprechen. Habe ich auch in Japanisch als Ultra, glaube ich. Gelber Drachen-Ninja. Ist tatsächlich von diesen Ninjas hier mein Liebster. Ja, der schaut echt geil aus. Ninjutsu, Kunst der Wunderverwandlung. Genau, dann nochmal Portal zum Chaos. Die war schon super rare, 10, 12 Euro wert damals. Genau, verborgenes Dorf der Ninjutsu-Kunst. Sieht halt auch mega geil aus. Ja, die Karte ist richtig episch. Das sind so Dinge, die gefallen mir optisch einfach gut. Verbotenes Trapez. Oh, irgendwas. Trapez. Ödron. Uedron. Oh Gott, das kann auch kein Mensch aussprechen. Das ist aber. Ist das eine neue Karte? Oder ist das Reprint? Oder ist das einfach die erste Auflage einer Karte, die es schon lange im Anime gibt? Ich weiß es nicht, aber sie sieht cool aus. Sie sieht richtig schön aus. Ich kenne die gar nicht. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Dann Elementar halt Chaos Neos. Elementar halt Magma Neos. Visions halt Trinity. Trinity, dann haben wir wieder Akasha Magier. Als Playset hier drin offensichtlich. Hochgeschwindigkeit Roid Kambara. Dämmerungslinie Yogen. Elementar halt Neos. Dann Neo-Weltraum Flare Scarab. Nebeltal Goldadler, der war ja in Secret aus Hidden Arsenal, war der ja richtig viel wert. 7, 8 Euro für das Ding. Für so eine Random Secret aus dem Set. War ja nicht irgendwie Short oder so damals. Neo Weltraum Glowmoss, finde ich ihn super mega nice. Haben wir sonst einen Kamen gehabt. Schlag Ninja, Oldschool. Oldschool, gefällt mir. Ninja des Weißen Drachen. Der war eine Secret aus Lord of Chaos damals ursprünglich. Ninja des Großen Hanzo. Oder Ninja Großmeister Hanzo, jetzt ja, genau. Golden Emporklingling Ninja und der gelbe Ninja, den ich so gar nicht kenne, habe ich noch nie gesehen. Also richtig toll. Schön. Schön, schön. Dann holen wir uns mal hier die Packs raus. Das sind jetzt offensichtlich wieder Karten, die es so bei uns nicht gibt. Ich blätter die einfach mal so ein bisschen durch, ne? Damit ihr da hinterher steigt. Geil. Hätte ich es nicht gedacht. Ah. Hügel des gebundenen Schöpfers. Auch nice. Also Jungs, Jungs, da habe ich einiges zu sortieren. Da habe ich einiges zu sortieren. Ja, definitiv. Das stockt jetzt halt wirklich richtig meinen Bestand halt auch wieder auf. Ja, okay, den kannte ich als Rare. Den hatte ich auch schon einmal. Wahrsageprinzessin. Ach du Kacke, Thunkönigreich. Geil. Die sehen als Holo so kacke aus. Aber als Rare finde ich sie ganz hübsch eigentlich. Hätte gar nicht gedacht, dass das zu der Karte passt. Aber Respekt. Tödlicher Virusdrache als Rare. Oh, geil. Das sind jetzt... Ach, der hat daraus so Packs gemacht. Da wird jetzt in jedem Pack quasi dasselbe drin sein, ne? Schauen wir mal vorsichtshalber. Ja, genau. Das sind drei identische Packs sozusagen. Dann schauen wir mal hier weiter. Oh, hier haben wir jetzt wieder. Das sind alles dieselbe Karte. Ist ja brutal, Leute. Der hat locker einen Case davon aufgemacht. Anders kann ich mir die Anzahl nicht erklären. Tal der Toten. Hey, wie brutal ist das denn? Spiegelkraft, auch mega nice. Schau ich vorsichtshalber mal rein. Gut. Genau, Austauschfrosch. Die Kriegerin, auch Mitsuki, auch mega cool. Oh, Monster Reborn, sehr schön. Nice. Hatte ich auch noch nicht in der Rarity. Heftig, ich muss mal durchziehen, wie viele Kopien das dann jeweils sind. Das ist halt echt hart, ne? Also, es ist wirklich, wirklich hardcore. Der ist auch mega nice. Den habe ich auch in Collector's Rare, der sieht so schön aus in Collector's Rare. Wusste gar nicht, dass der Chaos Imperator Drache kam ja auch in der Rarität da raus, ne? Muss ich mir auch nochmal besorgen. Ah, der ist ja Gott sei Dank sportbillig. Geil. Also ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht.
Muss ich schon sagen, also. Alter, wie viele Kopien davon. Wenn du die alle einzeln verkauft hättest, hast du ganz schön was zu tun gehabt, ne? Oh ja, Cyberstein, mega nice. Mega nice, haben wir auch ein paar Kopien von. Sehr, sehr schön. Ja, geht ihr wieder? Geht ihr wieder? Rein. Hobby. Das war bei uns eine Super Rare. Das ist hier eine Ultra. Richtig, richtig cool. Das sind alles aus diesem Link-Pack, ne? Hier auch Ultra Rare. Die gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Alter, mega. Die gibt es bei uns als Super. Die war bei uns, glaube ich, nicht super. Das war bei uns auch eine Rare. Das ebenfalls. Haben wir sogar zweimal. Das sind hier alles so Karten, die bei uns als Rares und Commons rausgekommen sind, ne? Nur halt, nee, oder? Eine Exodia? Krank. Also ich denke jetzt mal auch, dass das hier alles Kopien sind, ja, genau. Tsukuyomi. Mal schauen, ist das der Kopf? Das sind alles Köpfe, ne? Tatsache. Das ist ja richtig fett. Geil. Ich muss mal wieder hier zur Seite räumen. Ich muss wirklich, also das ist ja eine derartige Menge. Das ist ja unglaublich. Also ich bin ja tatsächlich echt begeistert, muss ich sagen. Ich hätte jetzt nicht mit so viel gerechnet. Überhaupt nicht. Mit dem, was er halt angekündigt hat, aber sonst mit nicht sonderlich viel, aber das ist echt eine Menge. Das ist eine richtige Menge. Hier mal zu der Moviepack-Stuff aus Korea. Hier wieder ein paar Rares. Wieder ein paar tödliche Virus dran. Ziemlich viele sogar. Wenn man mal überlegt, wie teuer die damals in Secret bei uns war, ne? Das war ja unnormal. 30 Euro oder so hat die gekostet. Hier wieder ein paar Spiegelkraftdrachen. Wieder. Und wahrscheinlich wieder dasselbe Pack, oder? Ja, 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 natürlich. Geil, hast du die mal so als Packs verkauft oder hast du das jetzt so als Gag gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist ja nice. Genau, hier werde ich jetzt wieder jedes Pack. Der hat hier wirklich einzelne Packs gemacht. Ich glaube, das hatten wir vorher auch so, ja, genau. Hügel des gewundenen Schöpfers. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das nächste auch so eins sein wird. Das war bei uns einfach mal eine Secret. Hier ist es einfach mal eine Common. Das war bei uns eine Super. Die ist aber ganz schön gewogen. Aber wie viele halt gleich, ne? Das war bei uns auch eine Super. Diesen Drachen, den konnte ich irgendwann in Super Rare gar nicht mehr sehen. Das sind auch, also ganz schön viele Kopien. Das war bei uns auch eine Super. Also da haben wir tatsächlich ziemlich viele. Aber guck mal, bei denen sind sogar die Commons ein bisschen gewölbt. Bei den Koreanern, was machen die da? Was machen die da? Es werden jetzt wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, nur noch Commons werden. Deswegen, der Holo-Teil dürfte vorbei sein für alle, die nur das interessiert hat. Also das ist schon geil, ne? Hier Seelenlast. Alter. Die Karte ist so schön, auch ein Super Rare. Gefällt mir die echt gut. Wenn die Qualität vom Druck damals nicht so schlecht gewesen wäre, dann wäre es noch schöner. Aber die Qualität war damals vom Druck her an sich echt nicht gut. Ich muss sagen, das hat sich mega verbessert. Ist eine andere Druckqualität. Oh, guck mal, wie hütet der Schatz. Ist eine andere Qualität als damals so, ne? In den ganz alten Zeiten, aber es ist keine schlechtere, muss ich sagen. Ne? Gefällt mir sehr gut. So, hier haben wir wirklich einige Karten, die eben auch aus diesem Dragon of Legends Zeug kamen, eben dann hier als Common. Ja, eine ganze Menge sogar. Ich skippe die hier einfach mal so durch, ne? Da kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, außer dass sie bei uns halt tatsächlich in anderen Raritäten rausgekommen sind. Das heißt, ich kann tatsächlich jede einzelne Kamen von hier gebrauchen. Guckt euch mal den an. Habe ich auch schon dreimal, habe ich mir damals extra meinen Händler bestellen müssen. Da sind wir unterbrochen worden. Auf jeden Fall, also wir machen jetzt einfach dabei, wo wir aufgehört haben. Feuerhand auch sehr, sehr cool. Nochmal eine. Nochmal behüteter Schatz. Ist das geil. Oh, nochmal ein Rasschüler. Rasschüler finde ich in Kamen irgendwie richtig toll. In Secret und Ultra sehen sie auch geil aus, aber in Kamen mag ich sie ganz besonders. Alter, schau dir das mal an. Das haben wir uns Secret Rares, ne? Und Ultras, je nachdem, aus welchem Set man sie hat. Die wurden ja dann reprinted. Also als Kamen, da kennt man wenigstens das Artwork mehr. Hier zum Beispiel, da ist ein Schatten von dem alten Red Eyes Artwork aufgedruckt. Seht ihr das? Ist mir nie aufgefallen. Bei der Secret sieht man das einfach nicht. Hier schon.
Richtig cool, deswegen manche Karten sind als Kamen tatsächlich besser. Ah, oh, Schüler, oh Gott, jetzt habe ich ja ganz schön viele von denen. Oh, nice, Kontingent gedeckt. Also ich habe hier teilweise sind hier so viele Kopien dabei, dass ich mir die gar nicht mehr bestellen brauche. Kann ich direkt aus den Listen streichen. Krass. Ohne Witz, das ist einfach krass. Das ist alles koreanisch, also es ist nicht japanisch, sondern koreanisch. Das erkennt man auch so ein bisschen an den Schriftzeichen. Die hat mir sogar relativ gut gefallen als Super Rare. Sieht aber auch als Kamen extrem schön aus. Das kann man nicht von allen von diesen Karten behaupten. Die meisten mag ich gar nicht, die finde ich zum Beispiel furchtbar. Die eher mittelmäßig so. Also ich weiß nicht, was sie sich beim Design dieser Karten gedacht haben. Es geht auch einigermaßen, wenn man sich das Artwork mal ein bisschen genauer ansieht. Also ich beschwere mich ja echt selten über Artworks, ne? Aber die ganzen Wahrsageprinzessinnen, wie sie alle heißen, weiß nicht, was Konami sich dabei so gedacht hat. Ne? Alter, sind das viele. Die finde ich auch ganz cool. Ich hatte mal einen Kumpel, der hieß Johannes, der hat die geliebt. Ich habe dem alle, die ich übrig hatte, habe ich dem schicken sollen. Das waren auch ganz schön viele sogar. So eine Menge Aqua-Schauspielerzeug, dann die Ritualzauberkarte für den Drachen. Sehr geil, alles Lore. Das ist auch so eine Aqua-Schauspielerin-Karte. Also wenn die Zauberkarten von den Aqua-Schauspielern, die sehen halt echt komisch aus, so, ne? Weiß nicht, die sind so leer irgendwie im Bild. Kopierkatze. Das ist aber uns auch eine richtig teure Secret Rare. Hier ist die einfach mal so eine Random Common. Hier, oh Gott, die geht ja aktuell, glaube ich, noch in 5er. Comic Hand. Ist ja nice. Hier eine sehr, sehr schöne Thun-Zauberkarte, finde ich, wie ich finde. Ja. Schattentun oder Thun-Schatten, wie heißt, sehr, sehr schön. Tatsächlich ein Common fast noch schöner als ein Super Rare. Genau, dann haben wir so ein Aqua-Gedöns. Wieder Thun-Inhaltsverzeichnis. Ne, nicht Thun, also Thun. Abspannen? Ja, Tonwiederholung? Tonwiederholung kann es, glaube ich, sein. Ich weiß es gerade nicht. Also heute habe ich es echt nicht mit dem Namen. Ne? Das müsst ihr mir nachsehen. Das ist richtig schlimm heute bei mir. Tyrannenflügel hießen die, glaube ich. Und zum letzten Stapel. Uop. Weitere Tyrannenflügel. Ganz viele Tyrannenflügel. Alter. Thun-Aktenkoffer. Auch cool. Thun-Maske als Kamen. Ja, und das dürfte es gewesen sein. Ja, genau, das ist es gewesen, Leute. So, hier nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich, lieber Kevin. Danke, dass du mir damit so unglaublich weitergeholfen hast. Wirklich, das ist richtig, richtig krass. Hier als Dankeschön auch nochmal der Link in der Videobeschreibung. Schaut mal bei ihm vorbei. Er hat noch wesentlich, wesentlich krasseres Zeug auf seinem eBay-Shop. Einfach, dass ihr ihn da auch mal unterstützt. Und ja. So, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mega-Opening, beziehungsweise zur nächsten Folge Neuzugänge, wenn denn das bestellte Zeug bei meinem Händler ankommt. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.